Hallo und herzlich willkommen auf der On the Hills zusammen mit dem Noob Hunter. Hi. Ja, und ich reiß hier gerade ein paar Meter runter. Mais. Was fehlt uns jetzt eigentlich noch an Feldern? Oh, ist noch ein Stück, ne? Bisschen was ist noch, ja. Ah. Ich dachte, weil du mir so meintest hier nördlich vom Hof, was machen wir da, dass du schon alles südlich vom Hof fertig hattest. Ja, aber da bin ich ja beruhigt. Ich habe ja auch gedacht, dass Nils ein bisschen länger da ist. Weil er war da unten am Gange. Wenn man auf eine Hochzeit muss, muss man auf eine Hochzeit. Muss ich auch später noch. Deshalb kann es dazu kommen. Ich bin ja jetzt in Urlaub. Wenn diese Folge kommt, bin ich den zweiten Tag weg. Ich bin auch nicht lange weg. Ich bin nur 4 Tage weg. Wir werden für den Urlaub aufnehmen können. Das schaffen wir heute. Aber für den Tag danach, beziehungsweise das Wochenende danach, habe ich da noch keine Folgen und ich weiß nicht genau, wie ich es dann schaffe. Also es kann wieder wie beim letzten Mal sein, dass 1 oder 2 Tage keine Folge kommt. Wir versuchen das natürlich wie immer zu vermeiden, aber wundert euch dann nicht. Was wird denn... Diese Ernte wird eine ziemlich strohreiche Ernte dann, ne? Ja. Und natürlich dann nochmal für die BGA ordentlich Silage. Aber pappeln lassen wir jetzt, ne? Können wir nächstes Jahr machen. Das ist ja dann... Achso, nee. Jetzt habe ich das gerade mit Zuckerrohr verwechselt. Ich wollte gerade sagen, kommt ja dreimal nach. Aber das ist ja... Boah, aber Zuckerrohr ansäen ist auch extrem teuer, ne? Wenn du das machen würdest, dann wäre ich sofort raus, weil ich habe das DLC nicht und kaufe mir dieses DLC nicht extra. Und das ist einfach Geldverschwendung. Wie ist da nichts Interessantes bei? Muss ich mal so sagen. Ich habe letztens was gelesen. Ich werde wahrscheinlich zur Gamescom, ist ja schon in 2 Wochen. Wenn ich dann auch wahrscheinlich zum ersten Mal den LS19 spielen kann, werde ich, glaube ich, anschließend mein Video machen mit Sachen, die bis jetzt bekannt sind. Ich weiß, viele haben da schon irgendwie das 10. Video oder so und machen für jeden kleinen, für jedes kleine Gerücht, was irgendwo aufkommt, bekannt wird. Ein eigenes Video. Ich werde dann mehr so ein geballtes Video machen mit den News von der Gamescom. Aber wir können ja trotzdem nochmal darüber reden. Hier. Und zwar ist jetzt bekannt, wie das mit den Pferden laufen soll. Hast du das schon mitbekommen? Nee. Also bei den Pferden wird es so sein, man kann bis zu 16 Pferde haben. Man füttert die dann irgendwo wohl mit Gras und Hafer und so, ne? Also so, vielleicht so ähnlich wie bei den Schafen, also wahrscheinlich eher so ein bisschen einfacher, ne? Nicht so aufwendig wie bei Schweinen oder Kühen, sondern die bekommen halt ihr Hafer oder so und Wasser natürlich und die werden sich nicht vermehren und man kann maximal 16 Pferde haben. Man kauft dann quasi junge Pferde und füttert die. Jetzt wirkt das Ganze natürlich ein bisschen sinnlos, ne? Wenn man die nur füttern kann. Und die sich noch nicht mal vermehren. Aber dann wird es so sein. Das finde ich eigentlich ganz interessant. Ich glaube, das ist auch ein Aspekt, der für viele Mädchen interessant wird. Weil man kann die Pferde dann reiten. Und durch das Reiten, dann soll man irgendwie ein Pferd, ich sag mal, am Tag 10 Minuten reiten. Und dadurch wird das quasi dann ein besseres Pferd. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Ein trainierteres Pferd. Und irgendwann, wenn man das ein paar Tage lang im Spiel hintereinander immer 10 Minuten mit dem geritten hat, bekommt das sozusagen, ja, wie soll man, eine Auszeichnung oder so. So, hey, du bist jetzt ein tolles Pferd und dann kann man das gewinnbringend verkaufen. Das ist cool. Ja, ist irgendwie witzig, aber ich stelle mir das krass vor, das ist halt dann wieder was für, ich denke mal, ein Pferd oder 2 Pferde, okay, das kann man machen. Aber ganz ehrlich, 16 Pferde, wenn man wirklich 10 Minuten jedes Pferd am Tag reiten muss, dann bist du 2,5 Stunden im Sattel am Tag.
Und reitet es immer dieselbe Runde Idee. Über die Koppel, oder was? Mir kommt da eine richtig bescheuerte Idee. Pferderennen? Nein. Sollte es nochmal einen Community-Server geben? Ich glaube ja eher nicht, aber so, wenn die Leute daran Interesse haben, dann startet man so. Nur mit Pferden? Ja. Auch witzig, weil ein Pferd kostet ja im Endeffekt dann nicht viel im Unterhalt. Es macht zwar relativ viel Arbeit und ich fände es interessant, wenn die dann wirklich so, boah, das ist jetzt das Mega-Pferd auf einmal und du kriegst dann, weiß ich nicht, 100.000 Euro für das Pferd oder so. Das fände ich krass. Wenn man mal so, wenn das so random wäre, weißt du, dass man sagt, okay, manchmal bringt das Pferd dann 5.000 im Verkauf, weil es nicht so doll war. Ich glaube, 5.000 ist für ein besonderes Reitpferd jetzt gar nicht mal so viel, ne? Man hört immer, dass die Dinger voll teuer sind. Und dann hast du vielleicht mal eins für 100.000 oder so, ne? Ja. Aber ich glaube einfach, dass die Zeiten von solchen Community-Servern einfach vorbei ist. Weil dafür sind die Server zu billig geworden. Ja, mittlerweile haben viele wirklich so kleine 4-Slot-Server, ne, mit ihren Kollegen. Ja, deswegen. Jeder hat einen Server irgendwie. Und dann ist halt nichts mehr Besonderes, sag ich mal, ne? Ja. Deswegen war, glaube ich, der 17er der letzte. Warum mal schauen? Schade. Weil ich das immer gerne gemacht habe. Wobei es ja schon noch ein Unterschied ist, ob du jetzt mit deinen Kollegen Dedicated Server hast, mit 2-3 Leuten, oder halt dann mit 16. Ja, die meisten wollen auch gar nicht mehr, sag ich mal, mit neuen Leuten in Kontakt kommen, habe ich so das Gefühl. Echt? Hm. Ist halt nicht mehr so. Haben ihre festen Gruppen und fertig. Aber es gibt ja auch immer Leute, die erst noch, die noch keine Gruppe haben, sag ich mal, ne? Ja. Mit der Community-Server war mehr so ein Connector, sag ich mal, ne? Mal gesehen, haben 2-3 Leute sich zusammengetan und haben dann einen eigenen Server kurz aufgemacht. Muss man nicht verstehen. Hat sich lieber einen eigenen Server gemacht? Hat gesagt, ey, hier können wir nicht mehr das und das machen. So. Die beiden 2 und 5 sind fertig. Gegrubbert, okay, dann kommen jetzt 6 und 7. Und dann wollte ich gleich nochmal eben nach der BGA schauen. Und bei den Tieren mal vorbeikratzen. Sieht aber alles halbwegs okay aus. So. Aber ich finde, diese Reitidee bringt mega viel ins Spiel, oder? Also, das bringt ich meine, das wird nicht jedermanns Sache sein, weil es halt einfach auch... Also, ich vergleiche das mal ein bisschen mit Forst. Man denkt, das wird ja vom Spiel auch so ein bisschen so behandelt, das ist eine mühselige Aufgabe, das Holz bringt viel Geld. Und ich denke mal, so wird das dann bei den Pferden auch sein, dass man damit richtig Geld verdienen kann, wenn man das groß betreibt, weil es einfach, ich sag mal, der Aufwand, den man so... Wirklich, das ist halt eher eine Aufgabe, für die man denken muss, sag ich mal. Ne, so normal Ackerbau ist relativ simpel, bringt jetzt, denke ich, auch einen soliden Ertrag, aber halt nicht Unmengen an Geld. Und Forst bringt, finde ich, für die Zeit, die du investierst, in einer Stunde Forst bekommst du mehr Geld raus, als in einer Stunde Ackerarbeit, ne? Ja. Vor allen Dingen, weil du ja sehen musst, du hast Pflügen, Grubbern, Säen, Düngen. Ernten und immer auf demselben Feld und so viel Geld bekommst du da eigentlich gar nicht von runter. Ja, gleiche Fläche Forst. Bist du locker mal 3- bis 4-fachen, schätze ich mal. Ja, locker. Wenn du überhaupt mit hinkommst, kann noch mehr sein. Ich wollte mir hier demnächst mal mehr Bäume hinstellen. Noch mehr Bäume? Ja, irgendwie am Hof mal ein bisschen mehr Bäume. Wollte ich. Wo haben wir denn den Money to? Vorne. Ich habe meinen Vater gestern mal gefragt,
Wegen Auto waschen, ne? Mhm. Meine so, nee, brauchst du nicht. Ich guck mir das Auto an. Alter, war das schmutzig. Ich habe heute tatsächlich mein Auto ausgesaugt. Das war auch mal überfällig. Bei mir ist halt echt das Problem, ich habe ja Neurodermitis, das hatte ich schon mal erzählt. Ja. Manchmal verliere ich sehr viel Hautschuppen. Und wenn du dann, ich fahre ja doch auch relativ viel, ich verbringe jeden Tag locker anderthalb, zwei Stunden im Auto. Das sammelt sich dann halt, ne? Und irgendwann nervt es einen halt echt. Ja, gerade wenn man das hat, ist es ein bisschen pflegeintensiver, das Auto, würde ich sagen. Ja. Weil innen wird dann doch relativ schnell schmutzig. Eben, es ist ja noch nicht mal so richtig Schmutz, also es gibt hartnäckigere Sachen. Eigentlich reicht dann Staubputzen sozusagen oder mal einmal durchsaugen grob. Ich nehme da einfach mal einen Staubsauger und, ne, mal eben die schnelle Nummer. Ich mach's immer mit so einem Handstaubsauger. Nee, ich hab einen normalen mit so einer Bürste dran, das ist eigentlich super. Ja, hat unser auch, aber sagen, dass wir nicht genug Strom, nicht so ein langes Stromkabel da haben, dass ich da einfach mit einem normalen Sauger dran gehen kann. Da hat einfach weit und breit nichts. Deswegen wird's ja auch mit dem Polieren schwierig. Das ist ein anderes Thema. Du hast überhaupt keinen Strom in der Nähe, oder wie? Ist meistens besetzt. Hm. Die andere Sachen. Wenn ich das mache. Weil meine Eltern dann auch im Garten sind und so. Und dann kannst du nicht irgendwie da Kabeltrommel nehmen mit mehreren oder so? Das hängt alles in einer Sicherung. Ja, gut, aber wenn meine Eltern da hier Äste zerhacken, die Hecke anfangen zu schneiden und ich dann mit dem Sauger ankommen, ich glaube, dann sagt die Sicherung ja auch. Ja, okay, ciao. Gut, dann raus. Muss man sich halt mal abstimmen vorher, ne? Ja, machen die nicht. Machen die nicht. Wir sind stur in der Sache. Okay. Hab ich verloren. Hab ich schon probiert. Wenn die was machen wollen, muss ich zurückstecken. Ich darf dann ja auch nicht mal den Hochdruckreiniger benutzen. Da braucht ja zu viel Strom und die Sicherung geht kaputt. Da ist eh zu viel dran. Ich hab da eh schon eine größere eingebaut. Da war vorher 16 Ampere Sicherung drin. Jetzt hab ich da einen anderen Sicherungshalter eingebaut. Okay. 25 Ampere. Ist die vorher mal so oft rausgeflogen oder was? Ja, die ist alle zwei Tage rausgeflogen, schätze ich mal. Ich muss sagen, ich hatte auch schon ewig keinen Stromausfall mehr. Hab ich auch nicht. Also schon mehrere Jahre, würde ich fast sagen. Früher habe ich das gefühlt, keine Ahnung, vielleicht kam es mir als Kind nur so vor, dass das schon mal häufiger war, so, weiß ich nicht, zweimal im Jahr. Ja. Ist ja auch immer auf die Region, ne? Fliegt ja jetzt nicht was überall in Deutschland meistens dann gleichzeitig keinen Strom, ne? Ist ja dann meistens nur örtlich begrenzt, wegen Blitzeinschlag oder sonstigen Sachen schon mal, ne? Ja. Sondern nicht an Stadtweise, sondern immer blockweise, sag ich mal, ne? Ja. Woran liegt das dann eigentlich? Ist dann quasi dieser Block nochmal einzeln abgesichert? Die sind alle einzeln abgesichert, sind in verschiedene Straßenblöcke unterteilt. Also die Straßen sind wahrscheinlich einmal einzeln abgesichert nochmal, ne? Also bis in die Blöcke rein hast du halt deine paar Kilovolt und ab dem Blockverteiler, sag ich mal, hast du dann deine 400 Volt Verteilung. Mhm. Ganz normal drei Phasen. Und ein PE und N-Leiter gemeinsam. Der wird dann im Haus dann wieder getrennt. Wegen Kosten und so. Ja. Und vorher hast du dann halt, glaube ich, 3,5 Kilovolt oder sowas. Und dann ist da eine Trafostation, eine kleine. Die ist dann auf 400 Volt runterregelt. Das sind so Ziegelbauten. Sieht aus wie so Mini-Bunker. Ja, man kennt die ja. Oder so eine Art Container, ne? Ja, und wo dann unten halt so ein paar, unten Lüftungsschlitze sind, oben Lüftungsschlitze und fertig. Passivkühlung. Lernt man in der Schule, wenn man im Elektro-Business unterwegs ist. Ja, deshalb, das hat mich mal interessiert. Und dann die Oberleitungen gehen aber auch ja nicht direkt zu diesen Verteilern, ne? Die haben Umspannwerk. Da wird dann von 10 kV oder so. Noch ein bisschen höher, ich glaube 35 kV und 110 kV. Also Kilovolt, da besteht das kV. Ja. Wie viel Ampere Kilovolt haben die Leitung?
Die haben einiges. Ich glaube, die haben ein paar Kilo Ampere. Alter, okay. Weil wenn du das mal siehst bei so einem kleinen Umspannwerk, wenn die da den Abnehmer abmachen, hat es ja noch ein Lichtbogen, ne? Ja. Den darfst du da in der Nähe nicht stehen. Da gibt es doch auch so eine Faustformel, wie viel Spannung, was für ein Lichtbogen, also wie lang der Lichtbogen maximal sein kann, ne? Das ja, aber... Habe ich mal irgendwann geguckt, so eine Doku darüber, wie Hochspannungsmasken Masken gebaut werden, da hängen ja dann immer diese Isolatoren dran, ne? Ja. Was die bringen, das kriegt man auch erst im dritten Lehrjahr. Weil, und da ich ja nur 2 Jahre gehabt habe bis jetzt, kommt noch mehr, aber... Da ich nur eine 2-jährige Ausbildung hatte, weiß ich nicht, was die Dinger bringen. Ich weiß nicht, dass sie da sind. Also, ich meine, die sind irgendwie 2 Meter lang und bei den ganz großen Leitungen wäre es so, dass der Lichtbogen quasi 1 Meter oder so Reichweite hätte. Umso höher der Lichtbogen machst, alles klar. Umso höher der Strommast ist, desto mehr Strom, beziehungsweise desto mehr Spannung ist da drauf. Die ganz hohen sind halt die 110 kV. Das siehst du, die mehrere Etagen haben. Jo, aber ich sehe gerade, mit einem Blick auf die Uhr, wir haben es für heute auch mal wieder geschafft. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ja.